Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 2. Wir waren in der Zwischenzeit wieder im Bunkerstadt, haben diese Daten-CD abgegeben. Und haben das Ersatzteil bekommen, was wir hier brauchen. Und das wollen wir natürlich auch bald einbauen. Ich habe noch eine Schlüsselkarte gefunden. Bräuchte ich allerdings noch eine rote Schlüsselkarte. Dann wir gehen mal hier rein. Was bist du? Blauer Schlüssel. Gut, den brauchen wir sicherlich auch noch. Na gut, allerdings, ich habe immer noch keinen roten Schlüssel, den ich dann hier für den Kontrollraum selbst benötige. Na gut, der wird wahrscheinlich irgendwo hier sein. Wo ist eigentlich mein Freund Lenny eigentlich hin? Bist du Lenny? Na komm, mach das Ding auf. Oh, hier ist nichts drin. Ein Raum ohne Inhalt ist ein Raum ohne Sinn. Jeremy kümmert sich um die Versorgungsanforderungen. Speichere mal lieber ab. Es kann ja sein, dass ich irgendwo dann drankomme, was ich nicht nehmen darf oder wo die mir böse sind, wenn ich da draufklicke. Ich hoffe wirklich, dass die Leute aus Bunkerstadt uns nicht alle töten. Ja, das hoffe ich auch. Und wenn sie es vorhaben, dann werde ich die Leute aus Bunkerstadt alle töten. Dann wird es furchtbare Rache geben, werde ich alle auslöschen dort. Außer die einfachen Bewohner, die im Vorhof leben, oder die Gefangenen, sage ich mal, die nicht. Ach, noch mal ein bisschen was von diesem Spiel. Schnetzelfleisch. Und nichts. Auch nichts. Oh, ich habe einen Spind nicht zugemacht. Wie kann ich nur so liederlich sein, so lustlos? Das ist einfach nicht gut. Das merkt man doch als Zuschauer, wenn der Spieler, der hier das aufnimmt, keine Lust auf das Spiel hat, weil er einen Schrank, einen Spind nicht geschlossen hat. Andererseits habe ich ja mal in einem Forum gelesen, als es eine Diskussion gab, welche dann geschrieben haben, der Zuschauer merkt das doch ohnehin nicht, ob man wirklich Spaß hat an dem, was man hier macht, oder eben nicht. Das macht keinen Unterschied, das merkt man nicht. Das ist vollkommen irrelevant. Das merkt man sowieso nicht. Da finde ich, eigentlich, das merkt man schon. Ich finde das zumindest. Kann auch sein, ich auch immer hier, aber eigentlich finde ich, wenn derjenige, der das aufnimmt und spielt, keinen Bock hat und ja, das sage ich mir da runterleiert, dass man das eigentlich schon merkt. Aber wie gesagt, vielleicht irre ich mich jetzt natürlich auch. Wenn was passiert, kommen wir dich holen. Scheint verschlossen zu sein. Du sperrst die Tür auf. So, dann bräuchte ich trotzdem noch die rote Sicherheitskarte. Ah. Sonst noch etwas hier? Sieht nicht so aus. Tisch und Stuhl. Was gibt's hier in den kleinen Raum noch? Nichts. Beruhigt? Beunruhigt dich die radioaktive Strahlung hier nicht? Ehrlich gesagt schon, aber ich habe ja Redaway. Und ich bin angeblich noch nicht verstrahlt.
Ich habe nur auf die Konsole geschlagen, um sie wieder in Gang zu setzen. Ja, manchmal muss man das wahrscheinlich machen. Ich hätte natürlich auch das andere mitnehmen, das ist Red X. Nach einer Weile braucht man gar nicht mehr auf die Messgeräte zu sehen. Leck? Was für ein Leck? Wer bist du da in dem Räumchen? Ich speichere mal ab, weil ich habe einen Spind entdeckt in diesem Raum. Den möchte ich mir erstmal ansehen. Auch ein bisschen Alkohol, ein bisschen Getränke. Vielleicht bekomme ich dann genug Alkohol zusammen, dass ich dann in Bungerstadt der einen Barbesitzerin das geben kann. Wie kommst du in diesen Teil meines Atomreaktors? Ich habe einen Teil, mit dem du den Reaktor reparieren kannst. Hast du zufällig einen hydroelektrischen Magnetosphärenregulator dabei? Klar, kannst du ihn einbauen. Könnte ich bestimmt. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das könnte. Ist nämlich ziemlich kompliziert, einen hydroelektrischen Magnetosphärenregulator einzubauen. Hier ist der Regulator. Ich habe gewusst, dass ich mich auf dich verlassen kann. Okay, ich bin hier. Aber ich bin echt nicht sicher, ob das das richtige Teil ist. Oder irgendeine Falle. Ich bin viel zu wertvoll für so ein riskantes Spiel. Vielleicht sollte sich jemand anderes darum kümmern. Später. Viel später. Was du siehst, einen besonders ungepflegten Ghoul. Festus geht und kommt dann wieder zurück. Er hält immer noch das Teil. Es muss aber jetzt gemacht werden. Und du bist der Einzige, der das kann. Komm schon, die Zukunft von ganz Gecko hängt von dir ab. Wahnsinn, ich bin gut. Er hat es also geschafft, scheinbar. Der Reaktor läuft jetzt ganz gut. Könnte noch ein bisschen was extra gebrauchen, aber ich würde sagen, insgesamt ist das ganz okay. Mehr Arbeit? Was meinst du damit? Ich denke, der Reaktor läuft jetzt, aber er könnte bestimmt noch besser laufen. Da könnte sogar eine ganze gottverdammte Meile besser laufen, wenn wir bloß ein paar mehr Daten hätten. Naja, wenn wir die Optimierungsdaten kriegen, können wir wieder Gas geben, verstehst du? Optimierungsdaten? Wo kann ich die herbekommen? Tja, man könnte diese Informationen vielleicht aus dem Zentralcomputer von Bungerstadt herausfischen. In Ordnung, ich schau mal, was ich tun kann. Möchte wetten, dass so ein schlaues Kerlchen wie du dort einfach reinschlüpfen könnte, um eine Holodisk mit den Leistungsdaten des Reaktors am Zentralcomputer anzuwenden. Und dann die Disk geradewegs wieder hierher zu schmuggeln. Das wird erreichen. Ich würde es ja selbst machen. Aber ich werde hier zu sehr gebraucht, als dass ich auch nur einen Moment weg könnte. Ich mag keine halben Sachen. Das ist die richtige Einstellung. Hab gehofft, dass du das sagen würdest. Gigantisch! Dieser Disk hier musst du auf den Zentralcomputer von Bungerstadt anwenden und dann wieder hierher zurückbringen. Wir nehmen weniger Uran, dann wird die Verschmutzung geringer. Und Bungerstadt hat keinen Grund mehr herzukommen, um uns zu vernichten. Ich möchte wirklich nicht, dass Gecko zerstört wird. Ich werde es tun. Ich wünschte, ich hätte Zeit, selber zu gehen, aber es geht nicht. Darum kann ich nur eins sagen. Danke, Kumpel. Du tust uns allen hier einen großen Gefallen. Ich bin so stolz auf dich. Ich denke, ich gehe jetzt besser mal. Tschüss, Festus. Ich bin sobald ich kann mit den Daten, die du brauchst, zurück. Ja, wir konnten das eigentlich auf zwei Arten lösen, dass wir diesen Reaktor in Gang kriegen. Entweder, wie die anderen gesagt hatten, wir gehen selbst rein und machen das Teil hier hin, aber das wäre Selbstmord bei der Strahlung. Da bräuchten wir sehr viele Red Away und Red X. Wir haben zwar genug eigentlich, aber naja, ist eigentlich Quatsch, das extra zu verschwenden. Oder wir hätten diesen Roboter hier, diesen Mr. Handy, mit der Konsole gesteuert. Da hätten wir ihn aber mehr oder weniger steuern müssen. Gehe hierhin, gehe dahin, gehe dorthin, gehe dahin. Da hätten wir das alles steuern müssen, dass dieses Teil richtig eingebaut wird. Denn da kannst du nicht einfach sagen, wir gehen hin, bauen das Teil ein und das war's. Man hätte erst etwas abschalten müssen, das Teil irgendwo einbauen, das eine wieder einschalten, das andere einschalten.
Das System startet so und da drehherum hätten wir das machen müssen eigentlich. Aber es wäre halt ehrlich gesagt etwas kompliziert und hätte etwas länger gedauert. Wir hätten halt nur gesehen, wie der Roboter rumschwebt, hätte irgendwo was gemacht und naja. Aber man hätte viel falsch machen können, wäre alles in die Luft geflogen und das möchte ich nicht. Ich gehe trotzdem nochmal weiter und möchte sehen, was es noch alles so gibt. Der Reaktor läuft jetzt viel besser. Das ist gut. Da können wir auch zu unserer Ratte zurückgehen, zu unserem Freund der Ratte. Dann können wir mal weitersehen, ob der vielleicht auch etwas Neues hat für uns oder Herold. Der sagt, oh, du hast das repariert. Danke, danke, danke. Und hier, Lynette müsste eigentlich dann sagen, na gut, die Strahlung ist jetzt minimal geworden, ist jetzt zurückgegangen. Deswegen darfst du jetzt endlich sagen, ja gut, du bist jetzt ein Bürger, du darfst jetzt endlich in den Computerraum gehen. Du darfst in den Bunker reingehen. Ist in letzter Zeit irgendwas... Ist es ja etwas kühler in letzter Zeit? Du siehst einen Roboter. Hallo, willkommen. Ich kann es nicht lesen. Station 3. Station Nummer 3. Reaktor, Wartungs- und Reparaturroboter. Steuerungsterminal. Funktion. Mit diesem Terminal kann man einen Reaktor, Wartungs- und Reparaturroboter steuern und koordinieren. Ein Roboter? Mal sehen, was ich dazu herausfinde. Ein Netzwerk. Mal sehen, ob ich darauf zugreifen kann. Mal sehen. Dieses Terminal ist zum Eingeben von Befehlen für die Wartungs- und Reparatureinheit des Roboters, die dem Poseidon Ölreaktor Nummer 5 zugewiesen ist. Und man hat außerdem Zugriff auf Poseidonet. Ablenk mit zentralen Poseidonet. Initialisiert, erste Sequenz für Sicherheitszugriffscodes eingeben. Das. Falscher Sicherheitscode, hoppla. Ja, man muss wirklich eigentlich immer dann irgendwelche Sequenzen eingehen, dass man dann das Ganze ja schafft. Ich muss nochmal laden, weil jetzt habe ich nicht gespeichert, wo ich das gemacht hatte. Aber wir wissen ja, wir können mit dem Kerl reden und der macht das dann. Aber vielleicht können wir das Ganze mal selbst lösen hier. Dass ich euch das mal kurz zeigen kann. Wie gesagt, einfacher ist es eigentlich, wenn man das mit dem Festes macht, dass der das für uns regelt. Hallo, ich bin Hank. Ich kümmere mich um das Innere des Reaktorkerns. Normalerweise ist hier nicht besonders viel zu tun. Hi Hank, ich muss in den Kern. Das würde ich dir nicht raten, Glatthaut. Du würdest gegrillt werden wie ein Hähnchen. Ich mag's ja so warm, aber dir würde ich's nicht empfehlen. Da drin ist ziemlich heiß und verstrahlt. Deswegen haben Glatthäute, die das hier gebaut haben, ja auch einen Wartungsroboter gebaut. Wartungsroboter? Ja, die Glatthäute, die das hier gebaut haben, wollten auch nicht verputzeln. Deshalb haben sie einen Roboter integriert. Damit sollen ferngesteuert von einem Terminal in einem Raum im Westsektor aus Wartungsaufgaben ausgeführt werden. Perfekt, das käme genau richtig. Naja, in letzter Zeit hat er nicht besonders gut funktioniert, war ständig überhitzt. Aber nachdem wir ihn eh nicht brauchen, haben wir den Hitzeschutz auch nicht reparieren lassen. Wenn du die Steuercodes rausfindest und nicht zu lange brauchst, mach dir vielleicht, was du willst. Genau das, was ich eben gemeint habe. Du musst die Steuercodes von diesen Roboter rausfinden. Wenn du das falsch machst, tja, dann kannst du es vergessen.
Hier zum Beispiel. Oh, hoppla. Einmal den falschen Code eingegeben. Oh, hat sogar akzeptiert. Naja. Wartungsroboter Routinen herunterladen. Nicht gefunden. Hm. Hier sind sie anscheinend nicht. Stationsliste. Offline. Aktive Poseidonet-Station, Atomkraftwerk Nummer 5. Nevero-Raffinerie, Kontrollstation, Enklave. Enklave Bunkerforschungskontrolle, Zugriff verweigert. Ja, die haben ja halt so eine Art mit dem Netz, dieses interne Netzwerk haben sie halt schon wirklich, ja, Internet. Sieht man hier, die Enklave ist schon zu sehen hier. Das Licht brennt, aber es ist keiner zu Hause. Alles außer Enklave Bunkerforschungskontrolle ist heruntergefahren. Ich frage mich, was das ist. Enklave hier, warum funktioniert deine Videoübertragung nicht? Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Enklave hier, warum funktioniert deine Videoübertragung nicht? Wir arbeiten gerade an der visuellen Übertragung, ich wollte sie nur testen. Ich kann dich doch sehen. Wer zum Teufel spricht da? Dies ist eine Meldung von Einheit 3. Einheit 3? Ich dachte, ihr wärt immer noch in der Navarro-Basis. Navarro-Basis? Oh ja, Navarro-Basis. Das sind wir, natürlich. Weiß ich doch. Oh, kleiner Klugscheißer, was? Ich orte dich gerade. Wollen doch mal sehen, wie klug du bist, wenn dir der gesamte Sicherheitsstab auf den Fersen ist. Hey, es tut mir leid, ich wollte dich nicht verärgern. Nur noch einen Moment und dann habe ich dich, du kleiner Scheißer. Hey, Moment mal, das kann doch nicht sein. Angeblich bist du irgendwo auf dem Festland. Yay, ich bin Poseidon Ölkraftwerk 12, komm und hol mich. Ha, ich hab dich bei Poseidon Öl, Reaktor Nummer 5. Warum lehnst du dich nicht einfach zurück und ich organisiere eine kleine Party für dich? Inklusive Feuerwerk. Das muss ich ja nicht speichern, das würde ich gerne mal sehen, was denn passiert. Das habe ich im Let's Play nämlich auch nicht gesehen, dass du mit den Kerlen hier sogar reden kannst. Weil also alles ist offline, nur bei der Enklave ist halt noch alles online. Na klar, die existieren ja noch. Ich bin das auserwählte Wesen, du sollst das besser mit einem Lächeln sagen. Oh, klasse, ich liebe Feuerwerk, ich möchte ein ganz großes. Na egal, wer du bist, ich habe dir jedenfalls gerade eine Sturmtruppe auf den Hals gehetzt. Und was werden die tun? Normalerweise schießen sie nur alles nieder. Sie überlassen es jemand anderem, in der Asche zu wühlen und herauszufinden, was los war. So, ich habe jetzt doch meine Waffe gestern nicht umsonst den ganzen Tag poliert. Mach's gut. Das nächste Mal werde ich wohl von dir in unserem Aktionsschlussbericht lesen. Hey, du bist gerade auf meiner Liste erschienen. Weißt du, ich muss sehen, wenn ich jetzt rausgehe, kommt denn jetzt wirklich die Enklave und ballert alles nieder. Wenn ja, hätte ich den vielleicht anscheißen können, den Kerl, hätte ich sagen können, nee, ja doch, ich bin hier Station 3 und ich hätte mit dem einfach nur geredet. Also wenn ja, dann sehe ich die nicht. Wo bleibt die Enklave? Wir warten mal. Bis zum nächsten Morgen. Enklave, wo seid ihr? Du seid ja schon hier oben. Enklave? Nein.
Enklave, wo seid ihr? Kommt mit euren Wörterbirds und mit euren Powerrüstungen, kommt alle her. Bringt auch Frank Hurigan mit, den großen supermutanten Kerl, den ihr habt, euren Big Boss. Ja, was heißt Boss? Euren Kerl. Offenbar erscheinen die doch nicht. Ich würde jetzt wirklich gerne nochmal sehen, ob ich das hinbekomme. Das muss ich dir nochmal sagen. Hink, ich habe ja einen Kümmelbericht von Herold, den musst du dir ansehen. Hier, lass mich mal sehen. So wie es aussieht, ist unser Kümmelstand viel zu hoch. Ich dachte eigentlich, dass sofort alles schmilzt, wenn wir das Kümmel ausschalten, aber vielleicht ja doch nicht. Ich werde das Kümmel besser gleich ausschalten. Was ist das Kübel ausschalten? Gute Idee, ich gehe da mal. Tschüss. Ja, wollte ich sagen, das ist doch eigentlich. Du bist eine Schande von den Bunkerbewohnern wiedersehen. Wollte schon sagen, war eigentlich. Wenn ich das sage, dass die das Kübel machen sollen. Nein, wenn ich mir recht bedenke, ich werde erstmal mit ihm, mit Herold reden. Muss zum Kern. Tschüss. Hoffentlich bekommen wir das nochmal hin mit dem Internet hier. Initialisieren, Funktion. Ein Netzwerk, oh. Ah, nur noch zwei Versuche. Also hier war es das dritte. Ich muss mal merken, das dritte war das beim ersten Mal gewesen, was ich flicken muss. So, tschüss. Initialisieren. So, Netzwerk. Das dritte war's. Jetzt sage ich mal das vierte. Nein. Das war's das dritte, dann. Ah, jetzt war es auch das dritte. Erste. Akzeptiert, gut. Hm, scheint, als ob entweder alles offline oder heruntergefahren ist. Na gut. Das Licht brennt, aber es ist keiner zu Hause. Hier. Warum funktioniert deine Videoübertragung nicht? Wir arbeiten gerade an einer visuellen Übertragung. Ich wollte sie nur testen. Na, deine Einheit scheint immer noch nicht operationsfähig zu sein. Wer spricht da? Tja, das ist nicht ungewöhnlich, oder? Es funktioniert überhaupt nichts mehr. Viva, viva. Lass das nur nicht den Präsidenten hören, sonst kannst du demnächst beim Viehtrieb nach New Reno mitmachen, bis du schwarz bist. Was, ich habe nur zwei Beine. Bis ich da wäre, wäre ich ziemlich fertig. Oh, sehr witzig. Immerhin ist das kein schlechter Platz, um sich auszuruhen, nach allem, was man sich so erzählt. Du bist also nicht in Juino? Hier spricht die Enklave Hauptkommando, aber das solltest du eigentlich wissen. Wer bist du? Oh, ich bin nur... Hey, hast du schon mal bemerkt, dass gekochter Gecko fast so wie Brahmin-Hintern schmeckt? Ich bin das auserwählte Wesen. Du wirst lernen müssen, dir das zu merken. Das auserwählte Wesen, was? Verzeiht, dass ich nicht vor euch auf die Knie falle, aber für so einen Scheiß habe ich im Moment keine Zeit. Das auserwählte Wesen, was? Ich bestehe nicht mehr darauf, dass man vor mir niederkniet. Eine kleine Verbeugung, um meinen Ring zu küssen, ist völlig ausreichend. Was hat er noch? Knie vor mir und ich lasse dich vielleicht am Leben. Ah, das klingt gut, oder? Ich meinte, ich bin auserwählt, die Kommandoeinheit zu reparieren. Scheinbar funktioniert gar nichts mehr. Viva,
wahr, wie wahr. Lass das nur nicht den Präsidenten hören, sonst kannst du demnächst beim Viehtrieb nach New Reno mitmachen, bis du schwarz bist. Den Präsidenten? Na, du weißt doch, wie sehr ihn das trifft, wenn Leute sich beschweren. Er nimmt's persönlich von wegen Loyalität und so. Muss man vielleicht, wenn man Präsident der Vereinigten Staaten ist oder was davon übrig ist. Ich habe nicht für ihn gestimmt. Er denkt mir immer zu viel. Das ist einer. Ich ziehe einen Kandidaten vor, der zu alt ist, um noch einen hochzukriegen und sich mehr um seinen Job kümmert. Das sage ich jetzt. Oh, kleiner Klugscheißer, was? Oh. Ich orte dich gerade. Wollen doch mal sehen, wie klug du bist, wenn dir der gesamte Sicherheitsstab auf den Fersen ist. Du ortest mich und ich orte dich. Nein, ich wollte dich nicht verärgern. Nur noch einen Moment und dann habe ich dich, du kleiner Scheißer. Hey, Moment mal. Das kann doch nicht sein. Angeblich bist du irgendwo auf dem Festland. Das kann nicht stimmen. Ich bin am Kommandopult, genau am anderen Ende der Halle. Du guckst gerade hin. Was für ein Tölpel. Na egal, wer du bist. Ich habe dir jedenfalls gerade eine Sturmtruppe auf den Hals gehetzt. Ich gehe jetzt, ich möchte nicht, dass sie kommen, bevor ich den roten Teppich ausgerollt habe. Tschüss. Ah, das muss ich sagen. Das werde ich nochmal machen. Ich will noch sehen, ob ich mit dem Kerl reden kann und vielleicht noch irgendwelche Informationen bekomme, die ich vielleicht sonst gar nicht bekommen würde. Aktion, Netzwerk, das dritte. Das zweite. Nein. Das erste. Oder ist es immer zufallsgeneriert, was ich da klicken muss? Das dritte. Das erste. So, 3-1. Zweite Sequenz. 1 und... Das muss ich das erste machen. Das hier machen. Was denn nun? Also 3-1 ist es schon mal richtig. 3-1. Aktion, Netzwerk. 3-1-1. Nein. Ich würde eigentlich wirklich sehen, ob ich nochmal den Kerl reden kann. Wie gesagt, ich vielleicht irgendwelche Informationen bekomme. Denn solange ich ihm nicht jetzt beleidige oder dass der irgendwie denkt, oh, der kann das auch gar nicht wissen, kann ich ihn vielleicht irgendwie Informationen entlocken, den Kerl. 3, 1, 4. Hoppla. Also 3, 1, 4 ist es schon mal nicht. Also, 3. Das ist wirklich mal für was anderes. Einmal muss ich für den normalen Roboter scheinbar diese Codes eingeben. Und einmal, wenn ich nur im Netzwerk mich jetzt aufhalten möchte. 3, 1, 3. 3-1-3 ist es schon mal nicht. So, 3-1-2. 3-1-2. 3-1-2, das schreibe ich mal auf. 3-1-2. 3-1-2. Auflisten. Weiter. Enklave hier. Warum funktioniert deine Videoübertragung nicht? Da ist was kaputt. Wer zum Teufel spricht da? Uns geht's hier gut, wie geht's dir? Oh, kleiner Klugscheißer, was? Gut, zumindest weiß ich jetzt 3-1-2. Aber mit dem Kerl will ich wirklich gesagt noch gerne reden. 3-1-2.
Enklave hier, warum funktioniert deine Videoübertragung nicht? Na, deine Einheit scheint immer noch nicht operationsfähig zu sein. Wer spricht da? Wer spricht da? Das funktioniert ja nicht. Viva, Viva. Lass das nur nicht den Präsidenten hören, sonst kannst du demnächst beim Viehtrieb nach New Reno mitmachen, bis du schwarz bist. Na, du weißt doch, wie sehr ihn das trifft, wenn Leute sich beschweren. Er nimmt's persönlich von wegen Loyalität und so. Muss man vielleicht, wenn man Präsident der Vereinigten Staaten ist? Oder was davon übrig ist? Präsident der Vereinigten Staaten? Präsident der verdammten Vereinigten Staaten von Amerika natürlich. Was dachtest du denn, von wem ich rede? Wer spricht da? Du bist nicht wichtig genug für derlei Informationen. Oh, kleiner Klugscheißer, was? Ich orte dich gerade. Wollen doch mal sehen, wie klug du bist, wenn dir der gesamte Sicherheitsstab auf den Fersen ist. Du ortest mich? Na und? Ich orte dich. Nur noch einen Moment und dann hab ich dich, du kleiner Scheißer. Hey, Moment mal. Das kann doch nicht sein. Angeblich bist du irgendwo auf dem Festland. Stimmt, Miskal. Genau da, wo du mich nicht kriegen kannst. Ah, ich hab dich bei Poseidon Öl, Reaktor Nummer 5. Warum lehnst du dich nicht einfach zurück? Und ich organisiere eine kleine Party für dich. Inklusive Feuer. Ich bin das auserwählte Wesen, du solltest das mit einem Lächeln sagen. Egal wer du bist, ich hab dir jedenfalls gerade eine Sturmtruppe auf den Hals gehetzt. Schade. Gut, einmal versuche ich das noch, dann mache ich aber jetzt Schluss. Drei, eins, zwei. Enklave hier, warum funktioniert deine Videoübertragung nicht? Ey, sie funktioniert doch, ich kann dich sehen. Wer zum Teufel spricht da? Wieso kann ich nicht mehr sagen? Ah, genau, das ist eine Meldung von Einheit 3. Einheit 3? Ich dachte, ihr wärt immer noch in der Navarro-Basis. Nein, wir mussten da raus. Ihr musstet die Basis räumen? Warum? Sie ist an der Küste, da gibt's ausgezeichnete Abwehrstellungen. Davon habe ich ja gar nichts gehört. Hey, wer zum Teufel spricht da überhaupt? Jetzt hat er zumindest schon mal gesagt, ah, an der Küste. Ich bin da groß und mächtig Ich bin da groß und mächtige Schniedel. Knie vor mir und ersuche um Vergebung. Dann lasse ich eventuell Gnade, weil... Oh Gott, ich bin da groß und mächtige Schniedel. Oh Gott, was habe ich noch? Tja, wir haben eine Woche genommen. Und ich habe diese Nacktfotos deiner Mutter gefunden. Du warst wieder mal dein Vater in Frauenkleidern. Kein Wunder, dass du so hässlich bist. Tschüss, Volltrottel. Nicht das sage ich. Ich bin der große, mächtige Schniedel. Knie vor mir. Untersuche um Vergebung. Dann lasse ich dich eventuell Gnade walten. Oh, kleiner Klugscheißer, was? Ich orte dich gerade. Wollen doch mal sehen, wie klug du bist, wenn dir der gesamte Sicherheitsstab auf den Fersen ist. Ja, ich muss gehen. Tschüss. So, ich werde die Folge an der Stelle jetzt endlich beenden. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge mache ich das Ganze hier noch ein bisschen weiter. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.